Guten Morgen miteinander. Morgen. Verstehen alle, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss auf Schriftdeutsch, oder wie sieht es da hinten aus? Wäre eigentlich optimal. Dann versuche ich das mal auf diesem Schriftdeutsch zu machen, mit meinem Berner Akzent. Wer ist heute Morgen jetzt gekommen für diesen Workshop? Und wer ist, fangen wir mal so an. Wer ist gekommen für die Wohlfühltage? Hände hoch. Für die Wohlfühltage, doch. Und wer ist gekommen nur für mich hierher? Wunderbar. Gut. Also, ich habe die Ausschreibung vergessen zu lesen heute Morgen. Wir sind unterwegs eigentlich in die Ferien nach Österreich. Meine Familie, also meine Frau und meine drei Kinder, sind da draußen und warten auf mich. Die älteste Tochter ist ganz euphorisch. Ja, Ferien! Österreich, und nach Österreich fahren wir nachher. Da haben wir auch noch Anlässe, auch noch mit Pascal Fockenhuber, und genießen da noch Ferien in einem Kinderhotel für die kleinen Kinder und für die großen Kinder. Das heutige Thema, würde ich sagen, das Wunder der Heilung. Da ist auch ein Buch erschienen von mir im März zu diesem Thema. Guten Morgen. Es ist so, ich war gerade 5 Tage im Bett. Ich hatte eine Grippe. Irgendetwas war da. Ist ein Virus in der Schweiz herum mit Fieber und Kopfschmerzen und solchen Geschichten. Und meine Verlegerin hat mir vorgestern geschrieben, der Heiler ist krank. Und dann habe ich zurückgeschrieben, der Heiler wird nie krank, sein Körper ist krank. Das ist natürlich eine Vorstellung von unserem Verstand. Wer ist eigentlich krank? Der Körper ist meistens krank. Wir sprechen jetzt noch nicht von psychischen oder seelischen Krankheit, sondern rein körperlicher Krankheit. Der Körper ist krank. Und wer ist der Körper? Bin ich als Wesen der Körper? Habe ich mit diesem Körper an und für sich etwas zu tun? Oder habe ich mit diesem Körper gar nichts zu tun? Wer hat gesagt, ich bin dieser Körper? Wir sind auf diese Welt gekommen und dann hieß es, du bist Patrick. Ich bin Patrick. Und dann hieß es wieder, du bist Patrick. Meine Tochter, die ist jetzt 3 Jahre alt, als ich die gefragt habe, etwa vor 1,5 Jahren, wer bist du? Das war die Antwort. Gefragt, wer bist du? Noch ein bisschen später hat sie gesagt, wenn ich gefragt habe, wer bist du? Ich? Nee. Nayeli heißt meine älteste Tochter. Und da Nayeli oft reagiert hat, wenn man Nayeli ruft, hat Siela, meine zweite Tochter, angenommen, sie sei auch Nene oder Nayeli. Also jedes Mal, wenn ich gefragt habe, wer bist du? Ich? Nene. Ich? Nene. Heute sagt sie ganz stolz, ich, Siela. Wer bist du? Ich, Siela. Also es hat eine Identifikation stattgefunden. Siela heißt jetzt, so wie wir alle, ich, Patrick. Patrick, Körper. Ich, wer ist ich? Ich denke, also bin ich. Gibt es, glaube ich, große Philosophen, die haben so etwas gesagt. Ich denke, also bin ich. Bin ich das? Oder wer ist das? Der von morgens bis abends auf 10 Radiofrequenzen gleichzeitig mich ins Leben reinmischt, schnurrt, berndeutsch gesagt, reinredet, die ganze Zeit, pausenlos. Jetzt auch bei euch allen, was sagt er da? Wie sagt er es? Das kenne ich anders, das klingt gut, das finde ich sehr spannend. Das ist großer Mist, was der da erzählt heute Morgen. Wäre ich lieber im Bett geblieben. Sind wir das?
der da pausenlos spricht? Hat er etwas mit meinem Wesen zu tun? An und für sich ist das ein Kilogramm Fett, das da im Wasser schwimmt. Bin ich das? Wer ist das? Das sind meine großen Fragen. Das Wunder, das größte Wunder bin ich selbst. Schaut uns an, dass wir überhaupt hier zusammen in diesem Raum stehen. Mit einem Körper, in einem Raum, da draußen, grün, Pflanzen, so viele verschiedene Menschen. Ist doch ein absolutes Wunder. Wie funktioniert das? Das ist ein Wunder. Wir müssen gar nicht weit gehen, um ein Wunder zu finden. Wir sind da. Er sucht natürlich wieder etwas Spektakuläres. Man hat gehört, über Wasser laufen. Ja, genau. Wunder. Es gibt viele Wunder. Aber das Naheliegendste sind wir selbst. Also erforscht euch selbst. Glaubt ihm nichts, absolut nichts. Alles, was ihr bis heute gelernt habt, gespeichert habt und so weiter, braucht ihr alles nicht. Unmöglich, für was brauchen wir ihn? Guten Morgen, herein. Es hat noch Platz. Schauen wir uns das gemeinsam an. Reisen wir zusammen während diesen knapp 2 Stunden zusammen in unser Wesen hinein. Gestern Abend, jeder von uns ist zu Bett gegangen. Wer von euch ist willentlich eingeschlafen? Wer hat gesagt, jetzt, zack. Wer kann willentlich einschlafen? Mit diesem freien, sogenannten freien Willen, den wir haben. Wer ist willentlich eingeschlafen gestern Abend? Oder wurden wir abgeholt? Keiner weiß wohin. Keiner weiß warum. Niemand von uns ist willentlich eingeschlafen gestern Abend. Wir wussten nicht, wohin die Reise geht gestern Abend. Niemand von uns weiß, wo es hingeht in der Nacht. Wer hatte Angst, einzuschlafen gestern Abend? Obwohl ihr nicht wisst, wo es hingeht. Wer hat Angst vor dem Tod? Hände hoch. Kein Unterschied zwischen gestern Abend und dem Tod. Warum auch? Niemand ist willentlich eingeschlafen gestern. Wer ist willentlich erwacht heute Morgen? Und ich spreche nicht vom Wecker, der ihr gestern gestellt habt, sondern willentlich erwacht. So wie dort, wo ihr wart, jetzt wach. Im Körper. Niemand. Faszinierend, oder? Und dann sind wir aufgestanden heute Morgen, bis hierher gekommen, hier im Saal zusammen. Wer von euch hat bis hierhin willentlich geatmet? So, mein erster Atemzug heute Morgen. Noch einer. Bis hierher. Niemand. Und wer von euch hat das Gefühl, wir gehen willentlich durchs Leben? Ich gehe durchs Leben. Ich entscheide das alles so, wie es ist.
Wahrscheinlich die meisten, nehme ich an. Wer hat das Leben im Griff? Habt ihr es im Griff? Ich schon lange nicht mehr. Das Leben hat schon lange mich ergriffen. Das Leben hat mich im Griff. Nicht ich ihn oder das Leben oder wer auch immer. Ich habe auch diesen Körper nicht im Griff. Der lebt sich selbst.